Willkommen bei The Day One. Day One kommt demnächst. In der Recherche, wieso die plötzlich Daten, Verordnungen raushauen, dieser politische Wahn. Ja, Sir Tim Berners-Lee hat 2018 schon ganz laut gesagt, und er kommt 2019, nicht nur, dass wir am 12.03.2018 30 Jahre World Wide Web feiern werden, nein, er kommt auch im Mai und haut rein. Und zwar hat er die Faxen bis hier oben voll, total voll. Er ist stinkesauer. Er hat ja auch, wie gesagt, es gehört allen. Das World Wide Web gehört allen. Es kann nicht sein, dass Politiker da große Sachen machen, Kuchen rausreißen etc. Und PP da hat er recht, er hat vollkommen recht, for the Web. Das Web ist für alle, an alle. Es gibt kein Internet. Ein Internet gibt es nicht. Es gibt ein World Wide Web. Darauf wurde das HTTP etc. und die HTLM, also die gesamten Folgen, woran wir arbeiten oder womit wir arbeiten, hat eine Basis. Ohne Basis geht es nicht. Er hat eine neue Basis, eine vollkommen neue Basis. Und die hat er, oder beziehungsweise man hat 15 Jahre lang daran gearbeitet. So, jetzt kommt Sir Tim Berners-Lee und sagt, stopp mal, wir müssen Google, Facebook und das Ganze müssen wir neu, das muss zerschlagen. Vor allen Dingen Amazon, da hat er so eine Krawatte drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es ums Geld geht, weiß nicht, aber ich vermute, weil man hat ja lang genug das miterlebt, die gesamten 30 Jahre, wo wir alle online miteinander an sich am Anfang toll miteinander umgegangen sind. Wir brauchen heute nicht auf die Trolle nochmal eingehen, wir müssen auch nicht auf den Hass eingehen. Also, wir haben eine politische Szene, die absolut nicht passt, zum World Wide Web. So, du sitzt in deinem Käfig und willst los. Ohne die Zugmaschine World Wide Web kommst du nirgendwo hin. Ohne Adresse, ohne Station, da wo du hin willst, werden die Daten nicht angekoppelt, weitergeleitet und dann angedockt. Das ist halt so. Wie gesagt, die Zeit ist reif für ein World Wide Web New System, ein Neustart. Die Algorithmen und die Basis des World Wide Web werden anders konzeptioniert, sie werden anders in der Basis gebaut werden, es wird anders werden. Das World Wide Web wird safe werden. Das heißt also, eure Daten sind eure Daten und nicht die Daten von Politikern und vor allen Dingen nicht Daten Vorratsspeicher und vor allen Dingen nicht Artikel 13, 11, 9a und so weiter und so fort. Natürlich macht die Jugend einen Hype, was auch auf eine Art gut ist, um den Leuten zu zeigen, stopp mal, hier geht gar nichts, das gefällt uns nicht. Es wäre natürlich viel, viel schöner gewesen, wenn ihr alle für For the Web gewesen wäret. Es wäre natürlich wunderbar und schön gewesen, wenn ihr überhaupt auf der World Wide Web Foundation mal eingeschlagen, reingegangen, euch bei Google mal informiert hättet. So, da macht jemand in seinem Kämmerlein, okay, das war kein Kämmerlein, sondern er machte für seine Foundation, da wo er gearbeitet hat, in Kern, ein Intranet und fing dann an, da zu machen und zu tun und hat dann das Intranet sozusagen intern gemacht, die Sachen auf den Weg gebracht. Die Idee ist doch super. Die Idee ist doch super, eine Gemeinschaft von Menschen auf dem ganzen Planeten, die an einer Sache arbeiten. Nur Hype Facebook, nur Hype Instagram, Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen. Oder irgendwelche YouTuber ins Leben rufen, die angeblich viel Geld machen, Superstars für die kleinen Kinder sind. Das war nicht sein Metier. Jetzt seid nicht böse, er ist 64 Jahre. Und wie gesagt, hochgradig intelligent, würde ich sagen, als Professor beim MIT. Ich meine, das MIT ist ja für die, die da programmieren, wohl eine Hausnummer, eine Adresse. Also es ist, also das World Wide Web im Grundprinzip ist nichts für Dumme, ja, also nichts für Dummies oder so. Und Artikel 13 für Dummies haben wir ja auch erklärt, ganz einfach. Wir fragen uns, also hören wir nochmal auf mit diesem Artikel 13, fragen wir uns mal, wer soll denn diese sogenannte Abgleichssoftware auf den Markt werfen? Wer will denn diese sogenannte Abgleichssoftware, die feststellt
oder nicht feststellt oder feststellt, könnte ja sein. Ja? Schon im sogenannten Passbildverfahren des Abgleiches des Kopfes hat man ja schon Schwierigkeiten. Ja, überhaupt die sogenannte Erfassung, wer ist wo, da hat man ja schon Schwierigkeiten. So ein Datenabgleich, wo zigtausend Leute ihre Videos hochfahren, ihre Bilder hochfahren, ihre Texturen hochfahren. Fakt ist, seitdem die Politiker diese riesen Show machen, Politiker machen eine Show, aber sagen, was ist das nicht? Sie versuchen euch auf ihre Seiten zu ziehen, damit ihre Taschen füllen. Alle wollen ihre Taschen füllen. So, wir, die sozial sind, die euch mal sagen, stopp mal, wer soll denn überhaupt diese Software bauen? Wer soll denn überhaupt diese Software kreieren? Er kreiert seine eigene. Ja, er baut seit 15 Jahren das neue World Wide Web. Das World Wide Web ist die Zugmaschine. Ohne die geht es nicht. Da kannst du eingeben, was du willst. Ohne www geht nichts. So. Und die Hauptadresse HTTP und HTTPN, diese ganzen Zusätze, die da konstruiert wurden, auf den Weg gebracht wurden, geschmiedet wurden auf einen Nenner, auch daran können wir nichts ändern. Ohne diese Zugmaschine fährt dein Zug nicht los. Die ganze E-Mail-Sache und so weiter, es ist ja alles gedrosselt. Es ist alles gedrosselt und es wird extra gedrosselt, damit man noch mehr Geld ausgibt. Also, die Datenschutzverordnung der EU ist schon mal total falsch. Ja? Das merkt man alltäglich, wenn man bei einem Arzt ist, was da an, oder etliche Kunden waren extra auf Schulungen. Sie waren extra auf Schulungen, um dort zu erlernen, die neuen Datenschutzverordnung und deren Richtlinien. In Wirklichkeit, es ist in Wirklichkeit nur Geld machen, wenn nicht. Es ist wirklich nur Geld machen. Ja? Egal wo man hingeht, man hat, sagen wir mal, 3 Wochen noch Zeit, da schreien die schon, ihr Ausweis ist mal abgelaufen. Ne? Kohle machen, Kohle machen, Kohle machen. So, also am 12.03.2019 wird endlich das World Wide Web Geburtstag feiern. Sir Berners-Lee wird im Mai sein neues World Wide Web, ja, er hatte das Manifest 2018. Er hat das Manifest 2018 und da haben alle geschluckt, wie er gesagt hat, Google zerstören, Facebook zerstören, Amazon, das gefällt ihm überhaupt nicht. Und vor allen Dingen gefällt ihm nicht, dass jeder Daten haben will. Daten, Daten, Daten. Und das kann es nicht sein. Ja. Also wie gesagt, alle arbeiten dran, alle Datenschutzrichtlinien beziehungsweise alle, die wirklich Lust haben, miteinander zu arbeiten, hochrangige Leute, jetzt nicht Leute mit Bierpulle, nein, nein, sondern hochrangige Leute, die sagen, stopp mal, wir wollen da was auf den Weg bringen, wir wollen also mit Firmen zusammenarbeiten, wir wollen auch mit normalen Bürgern zusammenarbeiten, wir wollen mit Organisationen zusammenarbeiten und wir wollen halt auch mit Regierung zusammenarbeiten. Wichtig ist der Kerngedanke. Der Kerngedanke ist, dass 100% Zugang zum World Wide Web haben, damit arbeiten können und kommunizieren und Handel treiben können. Ja? Alle miteinander, aber jeder schützt sich selber. Sein Datenschutz ist bei ihm. Er gibt nur das Preis, was er preisgeben möchte. Und das World Wide Web war nun mal so konzipiert, dass jeder etwas gibt. Jeder, der etwas gibt, bekommt auch etwas zurück. So war der Kern des Gedanken. Und wie gesagt, wir sehen ja Künstler, wir sehen das Neue, wir sehen liberal zu sein, sozial zu sein, miteinander zu sein, voneinander lernen, das macht doch Spaß. Es macht doch Spaß, Freude daran zu haben, online zu gehen. Es muss doch Spaß machen, vor so einer Kamera Spaß zu machen und nicht Kerngedanke, ich muss jetzt Geld verdienen, ich muss jetzt 400.000 Leute bekommen. Ich mache ein Fass auf. Natürlich freue ich mich, wenn ihr mitmacht. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr hier einen Klick ansetzt. Mich freut auch, wenn einer sich die Videos anschaut und drüber nachdenkt. Stopp, was sagt er denn? Kunstname Medienkanzler ist auch vollkommen in Ordnung. Kunstname Medienkanzler sagt, for the web. Ich stehe 100% zu Sir Berners-Lee. Ja, ist halt so. Und
Ich stehe dazu, seine Idee, den sogenannten Datenhighway. Es hat so viel Spaß gemacht am Anfang. Noch einmal, das Ganze so ist 1960 aufgegoren. 1960. Dann kamen die 70er, 80er Jahre. Man hat da schon einige Sachen versucht. Natürlich haben auch andere Firmen versucht, irgendwas zu machen. Aber ihm ist dann der Gedanke gekommen, komm, fangen wir an. Ja? Und dann hat irgendwie Spaß gemacht und hat auch geklappt. Und die Leute nahmen das an. Die Cebit hat es dann vorgestellt 1995. Dann kam ICQ, AOL, mit Medien. Die haben es halt versucht, da irgendwas zu machen. Fanden das super toll. So, alle, die 1995 am Start waren. Ja, YouTube war vorher gemeldet in Belgien. Ja, da war die Kernadresse in Belgien. Gehört jetzt irgendwie auch USA, gehört ja jetzt halt zu Google. Google hat so viele Sachen aufgekauft. Ja, auch Sony Entertainment gehört ja, wie gesagt, zu Google. So, mittlerweile gehört ja auch das ARD und ZDF dorthin mit 50 Funk. Also die Überschrift heißt Funk. Und darin sind 50 Plattformen schon integriert, die zu ARD und auch ZDF gehören. Und wenn man genau hinschaut, werden wir im Moment überschwemmt von den Regionalen. Das heißt also von den Gebühren. Was hat Gebühren? Fernsehen oder Politiker mit ihren Sachen eigentlich mit dieser Überschwemmung, dieser politischen Überschwemmung, was hat die im Netz zu suchen? Und vor allen Dingen die Überschwemmung mittlerweile der staatlichen bzw. Rundfunkanstalten, ja, sind ja nicht mehr staatlich, sondern Rundfunkanstalten, die da sich überall einkaufen, die Gebühren einnehmen, dann Werbung einnehmen, bei YouTube verbunden sind, dann noch bei den ganzen Kabelsachen sind ja überall drin. Die machen so viel Geld und behaupten, hätten nicht genug. Ja, genug hat wohl so ein Reicher nicht. So, wie gesagt, auf der Web Summit im letzten Jahr wurde das alles vorgestellt, das neue World Wide Web, die neue Datenstruktur, der neue Datenhighway. Da könnte sein, dass dadurch jetzt diese europäischen Politiker, hat man ja gemerkt, was die da machen, die pfeifen auf Jugendliche, ja, sie pfeifen auf Leute, die Ahnung haben, ja, die pfeifen auf Firmen da, die zu klein sind in ihren Augen. Die drücken das einfach durch, fertig aus, mir doch egal, Hauptsache wir machen Schotter. Wir machen Schotter, Schotter, Schotter. Was anderes wollen die nicht. So, es mag ja sein, dass unser oder die Kanzlei WBS unter dem Rechtsanwalt einer ist, der wirklich für die Jugend ist, der auch am 23. vielleicht etwas zu sagen hat oder etwas sagen wird in Berlin. Mag ja alles sein. Wir hoffen, dass der 23. ein Wendepunkt wird. Vorher am 12.03. erstmal wird, wie gesagt, das World Wide Web feiern, das Normale, und es kann sein, dass Sir Timothy Lee Berners da irgendwie, ich weiß nicht, also dieser junge Mann spricht, ich lasse den Ton weg. Also wie gesagt, das ist die Summit, das ist die Summit von 2018, und da gab es schon einige Schluckbeschwerden bei einigen. Und könnte sein, dass dadurch dieser Artikel 13 unbedingt durchgepeitscht werden soll oder muss. Ich habe leider noch keine, ich habe nur Werbung bekommen für dieses, aber ich habe noch keine Rücksprache bekommen, weil ich gefragt habe, was macht die Foundation eigentlich gegen das, was jetzt im Moment im Europaparlament da so forciert wird. Da sitzt niemand, der wirklich Ahnung hat. Richtig Ahnung, wenn man richtig Ahnung hat und weiß, dass an sich World Wide Web, also dieses W in Folge, an sich der Zugmotor ist für alle Daten. Ja? Ohne Basis, ohne Grundplatte, wie Microsoft mit seiner Grundplatte, Windows, geht die, wenn man keine ordentliche Fläche hat, wo man arbeiten kann, dann kann nichts. Das wissen wir doch alle, oder? So, also wir arbeiten mit Windows, wir arbeiten halt mit dem World Wide Web, und arbeiten darin, wir machen unsere Plattform, wir machen unsere YouTuber, wir machen unsere Videos, wir machen alles dort, aber mittlerweile gegeneinander. Es gibt ja Menschen, die sich extra anmelden, mit null Follows, mit null Filme, die sich extra anmelden, um unter irgendeinem Video so richtig ein abzuledern. Ja? Das nennt man Trolle, das sind die Trolle.
berufliche Trolle, die das extra machen, oder halt einer, der unbedingt unter dem Video ein Pamphlet drunter düsen muss. Ja, der meldet sich da an und dann geht das da los. Da wird irgendwas. Ich hatte vorhin mit einer Politikerin hier gesprochen, die haben da auch, da wird also richtig, also wie gesagt, die Politik hat an sich gar nicht im Netz so zu tragen. Die Politik hat an sich auch im Netz gar nicht so Parole zu machen. Also, ne, die wirken ja, merkt ihr denn nicht? Also es ist ja mehr politisch geworden, das Ganze. Wenn eine Kita zum Beispiel Indianer, Cowboy und was weiß ich verbietet, pff, überhaupt das Ganze. Das Ganze, was da im Moment läuft, ja, in einer anderen Schiene. Ja, und, nein, es hat, also wie gesagt, dieses ganze Hass und das Ganze hier hat da nichts, absolut gar nichts zu suchen. Ich kann euch nur die Summit empfehlen, mal reinzuhören. Ich kann euch nur das World Wide Web Foundation Konzept ans Herz legen. Ich kann euch überhaupt das Gute im Netz ans Herz legen, damit zu arbeiten, damit umzugehen, wie gesagt, kontaktieren etc. Und Papier soll ich schon. Ne? Also wie gesagt, die stimmen da alle ab und die sind wirklich für das Web Summit. Die werden alle eingestimmt für das neue Web, für das neue World Wide Web. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Ihr sprecht überhaupt nicht darüber. Ja, ich stelle fest, ihr sprecht nicht darüber. Ja. Ist leider so. Gut, man muss das ja alles wieder übersetzen. Ist nun mal amerikanisch alles. Mittlerweile kommt ja alles aus Amerika. So, Disney Plus wird so groß, also Disney selbst wird so groß mittlerweile, ja. 20 Fox, die kaufen da die Fox-Eigenheiten an Marvel, hauen die da rein, Star Wars hauen die da rein. Einige sagen, super, endlich mal alles neu. Aber für die, die sich gerade gesetzt haben, für die, die da irgendwie ein Fan von geworden sind, auf eine Art kann man das ja mitnehmen. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen und daraus sein eigenes Süppchen kochen. Ja? Also ich bin 100% für World Wide Web. Ich stehe 100% für Hacktash Web, The Web und also for the Web. Ja. Ist es nicht mehr lange, dann ist, wie gesagt, ja, dann ist World Wide Web wieder neu. Oder beziehungsweise wir feiern erstmal den Geburtstag von World Wide Web. Und es ist toll, wenn die Jugend auf die Straße geht, friedlich auf die Straße gehen und wenigstens sagen, stopp mal, hier stimmt ja alles vorne und hinten nicht. Ja? Ihr wollt unsere Daten, wir sollen unsere Daten freigeben, damit irgendeiner Daten abgleicht. Ich frage euch jetzt noch einmal, wer ist denn der die Software herstellt? Wer denn? Google? Haut ja nochmal ein paar Millionen raus um 2%, also 0,2% oder 0,3%? Oder will man einfach euch irgendeine Show, ich sehe da dann Show an, Artikel 13, 9a, 11, um Geld zu machen, ja, um halt einer gewissen Klientel von Rechtsanwälten da richtig Kohle zuzuweisen, hier, mach mal. Oder aber, er kommt früh genug, leider erst im Mai, ja. Er stellt leider erst im Mai, nicht dieser junge Mann, sondern wie gesagt Sir Tim Berners-Lee, der zeigt also im Mai 2019 bringt er das und wie gesagt, wir haben 15 Jahre daran gearbeitet an diesem neuen World Wide Web und da haben jetzt die Konzerne, die richtigen Konzerne haben da irgendwie Muffensaugen. Irgendwas läuft da. Es wurde leider auch noch nicht richtig, darüber gesprochen, was da abgeht. Deswegen stocke ich auch zwischendurch, weil ich überlegen muss, was sage ich euch, was sage ich euch nicht. Ja? Aber jedenfalls kommt da was. Also ich freue mich auf den 12.03. Geburtstag zu feiern, zu erkennen, was wirklich ist mit dem World Wide Web, um richtig zu erkennen, was bei YouTube abgeht, richtig zu erkennen, was bei Facebook abgeht. Und wie gesagt, die rudern da, auch Herr Zuckerberg, ja, Datenschutz, was denn für ein Datenschutz? Also noch einmal, Daten kannst nur du selber schützen, indem die Daten bei dir bleiben. Ich sag nur einfach, Datencourage, sei couragiert, geh mit deinen Daten vorsichtig um, gebe deinen Daten nicht wildfremden Leuten und wie gesagt, vertraue bitte nicht auf diese Art von Politiker, vertraue bitte nicht auf diese Art von EU.
Ja, ihr seht doch selber, was die da machen. Es ist ja toll, dass sie zurückrudern, aber ihr merkt doch schon, wenn das Regionalprogramm, also die Regionalen hier, auch die Datenpolitiker, das sind wir doch nicht, das ist doch die EU, also ihr merkt schon, also ne? Irgendeiner schiebt da immer hin und her, hauptsache sie drücken es durch. Ja? Also bleibt bitte am Ball. Hacktash, nie wieder CDU, ist okay. Wie gesagt, Hacktash for the web, da steh ich persönlich drauf. Also ohne WWW geht ja gar nichts. Ohne seine Ideen, die er hat, ohne die Ideen, die jetzt die Foundation dort hat, ohne geht das nicht. Also ihr müsst schon drüber nachdenken. Stopp mal, wie funktioniert denn eigentlich das Ganze? Und wer macht denn die Software? Wer macht die Software? Ja? Wer verdient jetzt so viel Geld an der Software, um einen sogenannten Datenabgleich zu generieren? Bild gucken, Bild gucken, Bild gucken, Bild gucken, falsch raus. Hallo? Ist es richtig, dass ihr der Meinung seid, dass diese Software im Moment alles bremst, nichts geht mehr, ihr nicht mehr kreativ sein könnt, Musik einblenden, ihr könnt zigtausende GEMA-freie Musikstücke kaufen, irgendeiner behauptet, nein, das ist urheberrechtlich. Das ist das Problem. Wir haben ein Riesenproblem, weil jeder behaupten kann, es ist sein Bild, jeder kann behaupten, es ist sein Logo, jeder kann behaupten, und damit war's. Es wird behauptet und bis das geklärt ist, geht doch gar nichts mehr. Es ist doch wie eine Drängelei an einem Zug, ja, in einem Waggon, wo alle rein wollen. Das ist mein Platz, das habe ich reserviert. Und am Ende fährt der Datenhighway-Zug los und koppelt einfach ab und ihr steht da. Oder der schleift euch einfach mit. Oder halt der Zug fährt gar nicht mehr. Der bleibt einfach stehen, solange bis sich die Station da beruhigt. So, wollen wir das? Wollen wir ein kaputtes World Wide Web oder wollen wir ein neues World Wide Web? Entscheidet euch für das Richtige, für das richtige World Wide Web und entscheidet euch bitte für den Richtigen. Ja? Und es macht ja Spaß, euch zuzuhören, wie ihr da irgendwelche Sachen macht. Ich finde es auch super toll, dass durch Hamburg am 6.3. durch Hamburg die ARD da plötzlich Tagesschau, die hat nicht von Köln gesprochen, die hat nicht von Berlin gesprochen, die hatte nur am Rande so ein bisschen. Aber sie sagte, in Hamburg, da waren die Jugendlichen auf der Straße und es folgen noch mehr Demos. An sich müsste jeden Tag eine Demo sein, wenn man Zeit hat. Aber so viel Zeit hat man ja nicht. Aber sagen wir mal, jedes Wochenende oder jeden Montag oder einen Tag, von mir ist jeden Donnerstag, ist Agenda gegen Artikel 13. Ja? Agenda gegen die Datenvoluminierung, gegen den Datenstrom, der da gestört wird. Ja, also irgendwie so eine Sache da. Das wär's. Also damals mit Hartz IV war ja der Montag zum Beispiel. In Dresden, glaube ich, gibt es auch so einen Montag, wo die da alle sich versammeln. Warum gibt es dann keine Versammlung für die Wahrheit und ist das die Wahrheit, dass das World Wide Web, so wie wir es kennen, zerstört werden soll. So. Und die gesamten Business hier in the fastest growing business app, das sind alles so Sachen, also wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten, was jetzt im Mai uns als World Wide Web neu, I can soon, was uns da gebracht wird. Also ich finde schon stark, wir haben 30 Jahre World Wide Web. Wir haben 30 Jahre World Wide Web. Und könnt ihr euch noch erinnern an den ersten Tagen, wie jeder sagte, www sowieso, ne? Versteht ihr? Das hörte sich ja fürchterlich an. Und irgendwann sagte einer nur noch den Namen da und jeder weiß Bescheid. Heute gibt man ja in der Suchmaschine, wir haben heute noch philosophiert, welche Suchmaschine hatten wir denn damals, mit welcher Suchmaschine haben wir denn da gesucht? Yellow, wie die alle hießen da, da waren einige Suchmaschinen, die gab es schon. Nachher kam ja, wie gesagt, Firefox und man hat da mit Firefox gut gearbeitet. Heute nimmt man lieber Bing kam dann, also der Explorer, vor allen Dingen, ja, am Anfang kam der Explorer, ja, mit Microsoft, ja, und dann, wie gesagt, Firefox, und dann kam halt Google, und jetzt arbeiten halt mit Google Chrome, und Chrome ist ja auch schon mal so eine Grundbasis, worauf alles läuft, auch das läuft über Chrome, diese Abnehmer, Stream-Abnehmer,
von YouTube. Das läuft gerade bei YouTube. Das war die Aufzeichnung von 2018. Die werde ich mir gleich auch nochmal in Ruhe angucken, so 7 Minuten. Somit weiß ich, dass dieses Video auch nicht so lange geworden ist. Und ich kann euch ja nur appellieren, kann nur sagen, Leute, es ist fast so ähnlich wie Star Wars, ja, im April kommt Star Wars und im Mai kommt, wie gesagt, das neue World Wide Web. Mal schauen, was da los ist. Also es muss einen Grund geben, dass Artikel 13, 9a und 11 so durchgepeitscht wird, weil jemand muss ja wohl die Rechte bekommen, um die Software, vielleicht gibt es die Software also schon, auf den Markt zu werfen. Ja? Also irgendjemand will Geld verdienen. Die Frage lautet nur, wer will Geld verdienen? Also wir alle wollen Geld verdienen, machen wir ja auch. Aber die Frage muss lauten, wer will mit Artikel 13 Geld verdienen? Umsonst machen die das nicht. Umsonst machen die nicht, weil die peitschen das durch. Und wenn die das durchpeitschen, fragt man sich, stopp mal, hier stimmt was nicht. Oder seid ihr anderer Meinung?